Ich möchte heute das Buch Müller hoch 3 vorstellen, was von Burkhard Spinn verfasst wurde. Und das Buch gefällt mir so, weil es halt witzig und originell geschrieben ist. Und in dem Buch geht es um den fast 14-jährigen jungen Paul Müller, dessen Eltern ihm eines Tages mitteilen, dass sie sich trennen werden. Und wegen dieser Tatsache nimmt Pauls Leben eine ziemlich verrückte Wendung, in der unter anderem ein cleverer Hund und zwei bis dahin unbekannte nervige Schwestern eine große Rolle spielen. Und bei der Stelle, die ich jetzt vorlesen möchte, haben ihm seine Eltern gerade die Trennung mitgeteilt. »Es ist nicht, was du denkst«, sagte meine Mutter rasch. »Von Scheidung kann keine Rede sein. Papa und ich verstehen uns glänzend. Wir bleiben sicher ein Leben lang zusammen.« Sie machte eine kleine Pause. Dann sagte sie, »Wir trennen uns bloß von dir.« »Ach so?« Mehr sagte ich nicht, weil ich in dieser Sekunde erfuhr, wie das ist, wenn einem die Worte im Halse stecken bleiben. »Deine Mutter und ich«, sagte mein Vater, »haben beschlossen, uns in Zukunft mehr mit uns selbst zu befassen. Wir wollen unsere Beziehung vertiefen. Wir werden älter, da wird es Zeit, inniger zueinander zu finden. Und was dabei am meisten stört, bist du. Deshalb werden wir uns von dir trennen.« »Aha, ich sollte also kein Scheidungskind werden, sondern was, eine Verlassensweise? Gab es das überhaupt?« Ich versuchte mir meine Zukunft ohne Eltern auszumalen, doch dazu fehlte mir in diesen Sekunden die Fantasie. Außerdem verstopften die vielen Worte, die ich sagen wollte, jetzt endgültig meine Luftröhre von unten her, sodass ich von oben keine Luft mehr bekam. Das wollte ich auch gerne mitteilen, weil ich es für wichtig hielt, brachte aber nur eine Art Pfeifen heraus, ähnlich wie ein Fahrradschlauch, der gerne platzen würde, aber nicht kann. Papa schien das zu bemerken und gab mir eine leichte therapeutische Ohrfeige. Der Wortstau in meinem Hals löste sich auf, ich sagte »Danke« und bekam wieder Luft. Aber es war nicht viel und als ich dann Sätze sagte wie »Seid ihr verrückt geworden? Was soll der Unsinn? Und das könnt ihr doch nicht machen«, da klang das gar nicht vorwurfsvoll, sondern eher ein bisschen verquietscht und albern. Mama hob einen Zeigefinger. Hab dich ein bisschen besser unter Kontrolle und werd möglichst schnell erwachsen. Du bekommst natürlich das Haus. Ab sofort lebst du hier alleine. Da solltest du besser ruhig und souverän sein, wie es sich für alleinlebende Menschen gehört. Und du solltest endlich darüber Bescheid wissen, wie es im richtigen Leben zugeht, sagte Papa. Aber keine Angst. Wir haben dir einen Grundkurs in Lebensbewältigung hinterlassen. An die wichtigsten Sachen haben wir Zettel geklebt. Da steht alles drauf, wie du die Waschmaschine bedienst, wie du den Müll trennst, wie du die Beutel im Staubsauger wechselst. Eben alles, was man braucht, wenn man für sich selbst verantwortlich ist. Meine Mutter schaute auf die Uhr. Aber für lange Erläuterungen ist jetzt leider keine Zeit mehr. Und dann wiesen meine Eltern auf die Koffer, die sie unbemerkt, jedenfalls unbemerkt von mir, gepackt und in den Flur geschafft hatten. »Wir haben auch nicht viel Zeit für gefühlvolle Abschiede«, sagte mein Vater. »Wir beginnen unser neues Leben nämlich mit einer Weltreise. Und unser Flug in die Karibik geht in 2 Stunden.« Darauf sagte meine Mutter, »Ach«, und küsste meinen Vater auf eine Art und Weise, dass ich dringend weggucken musste. »Wie sehr ich mich darauf gefreut habe«, sagte sie, als sie mit dem Küssen fertig war. »Antigua, Barbados, Jamaika und anschließend New York, London, Rom, Paris. Ich denke, das wird wunderbar.« Ich dachte nur, Neustart.